Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Breaking Point. Oder auch Arma 3 Breaking Point. Ich bin immer noch hier in diesem Militärlager auf einem Server, wo 47 Leute drauf sind. Zumindest wurde das in dem Launcher angezeigt. Und die Antonia hat ja geschrieben, auf die Frage aus der letzten Folge, wo man sich denn so richtig lecker High-End-Gear besorgen kann, dass in der Nähe von Pyrgros oder so Militärbasen oder eine Militärbasis ist, wo man das Zeug bekommen kann. Auf jeden Fall eine Militärbasis, wo so ein hoher Turm mit dabei ist. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, war auf dem anderen Ende des Airfields, auf so einem Hügel, so ein Militärlager mit so einem hohen Turm. Und ich glaube, das ist ein bisschen näher dran. So, und da drüben ist das Airfield. Das heißt, wir werden uns mal aufmachen. In die Richtung, so aus der Perspektive trampelt es auch nicht so laut. Also da auf jeden Fall an die Antonia erstmal recht herzlichen Dank für die Info. Da werde ich dann mal bei Gelegenheit hinrennen. Aber jetzt will ich mal gucken, ob das da hinten... Ich habe das mit dem Fernglas in der letzten Folge irgendwie gesehen. Und da möchte ich mal gucken, ob es da irgendwas gibt. Heißt unterm Strich, wir werden auf dem rappelvollen Server jetzt einmal hier übers Airfield rennen müssen, wenn ich nicht auch noch ganz außen rumlaufen will, und das will ich euch nicht antun, und ich selber habe da auch keinen Bock drauf. So, jetzt muss ich nur mal gucken, welche Richtung das war. Es war auf jeden Fall irgendwo hügeliger. Ja, wir laufen mal einfach rüber. Meine, dass ich da könnte es sein. Ich guck gleich mal. Ich muss ein bisschen ran und dann nehme ich das Fernglas. Da sehen wir es ein bisschen besser. Ich muss jetzt auch noch so blöd gegen das Licht gucken. Ich will mal erstmal ein bisschen schauen, ob hier irgendwer in dem Tower rumlungert. Weil bei knapp 50, meine ich, habe ja irgendwas rascheln gehört. Naja, werden die Büsche gewesen sein. Bei knapp 50 Mann könnte es gut sein, dass hier einige Leute rumrennen. Aber wir werden trotzdem mal versuchen, da hinzukommen. Das war in ziemlicher Entfernung, aber man konnte es mit dem Fernglas recht gut sehen. Ich gucke gleich auch nochmal auf die Map. Ich glaube, das ist auch, stand auch auf der Map drauf. So, gucken wir mal. Zentrieren wir mal eben. Genau da. Also, naja, so ein bisschen Richtung Westen. Also diese Richtung. Dann laufen wir da mal hin. Und dann gucken wir nochmal durchs Fernglas. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht auf der freien Fläche abgeschossen werde. Aber hier hat es ja den Vorteil, dass nun nicht jeder Spieler unbedingt von der gegnerischen Fraktion sein muss. Kann ja auch sein, dass es ein anderer Ranger ist.
der ja bestraft werden würde. Der würde ja Punkteabzug bekommen, glaube ich, wenn er mich über einen Haufen schießt. Richtung passt noch. Laufen wir mal hinter die Gebäude und ich glaube, da müssten wir es schon sehen können. Erwischen lassen. Oh, jetzt haben wir ziemliche Server-Lags. So, jetzt gucken wir nochmal auf die Map. So, westlich. Gucken wir. Dann müssen wir jetzt hier irgendwie rauskommen. Hi. Na, jetzt haben wir hier einen anderen Spieler, aber ich glaube, mein Sound ist noch nicht konfiguriert. Doch, Fahrer. Hello. Are you friendly? Wenn ich mal wüsste, wo er ist überhaupt. Okay. Vielleicht war es auch wieder irgendein Admin oder was weiß ich, der ein Global Voice hat. So. Westlich. Irgendwie. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ah, ist die Mauer davor auch. Können wir auch nicht gucken. Ja, aber so hangelt man sich hier. Von A nach B. Hey, irgendwie glaube ich, ist das hier nicht richtig. Dass die Hügel hier jetzt den Blick versperren. Ich gucke noch mal auf die Karte. Naja. Nicht mehr ganz westlich. Da sehen wir natürlich auch nichts. Da ist ein Gebäude davor. Ja, Pathfinder Diddlemann ist unterwegs. Ja, vielleicht ist es auch zu diesig oder so. Keine Ahnung, ob hier Wetter Einfluss hat auf die Sichtweite, aber es wirkt zumindest so. Hügeliges sehe ich da aber auch nicht. Ich glaube, das war ein anderes Lager. Jetzt gucken wir nochmal. Naja, wir gehen aber näher drauf zu.
Wir laufen einfach mal weiter. Was anderes bleibt mir jetzt auch nicht übrig. Ich will ja dahin. Aber es ist erstaunlich. 50 Spieler fast drauf und man sieht keine Menschenseele. Das ist natürlich auch der echt ziemlich großen Map geschuldet hier. Da bin ich mal persönlich auch gespannt, wie das bei H1Z1 wird. Ah, da wird es, glaube ich. Ja, jetzt, da sieht man es. Vielleicht, ob man es in der Aufnahme sehen kann, wage ich zu bezweifeln. Aber es ist diesig. Und da oben, jetzt in der Mitte des Kreuzes, ist so ein Turm. Das heißt, wir sind doch richtig. Aber das werden wir wohl nicht mehr schaffen in dieser Folge hier, glaube ich. Ist jetzt unheimlich beschissen einzuschätzen, wie weit oder wie nicht weit das ist. Und es ist, so wie es aussieht, doch sehr, sehr diesig. Und von daher, jetzt gucken wir nochmal. Jetzt sieht man es ein bisschen besser. Das ist wahrscheinlich der große Militärturm, den die Antonia meint. So, und da hoffe ich, dass wir jetzt mal so richtig eine Mega-Wumme finden. Na, vielleicht schaffen wir es doch in der Folge. Sieht gar nicht mehr so fürchterlich weit aus. Ja, ich weiß nicht. Manchmal habe ich gerade bei solchen Spielen hier den Eindruck, aufgrund der Tatsache, dass die Karten einfach ein Happen zu groß sind. Ich meine, klar, es ist kein Ego-Shooter, ne, wo man mit 50 Mann auf einer dann wiederum überschaubaren Map rumhampelt. Aber teilweise ist, glaube ich, echt zu groß. Wenn man sich jetzt so überlegt, 50 Leute hier, man trifft nicht ein. Und das Airfield sollte ja eigentlich doch schon ein Hotspot sein, ne, wo man auch rumrennt und guckt, ob man ein bisschen was kriegt oder hier die Militärbasis. Aber nehmen wir den Mund nicht zu voll hier. Wer weiß, vielleicht kommen wir den Hügel nicht mal hoch. Wo Hügel ist auch gut, ist schon größeres Hügelchen. Und da das ja ein Spiel von Bohemia ist und die das mit Hügeln und Spielern nicht gut meinen, werden wir da wahrscheinlich ziemlich langsam hochkraxeln. Ja, es mördert die sich, wenn man da hinten so hinguckt und hier durch die Bäume sieht man, wie foggy das ist. So, in diesem Bäumchen hier, da haben wir so ein bisschen Schutz, ein bisschen Sichtdeckung. Wer weiß, wenn ich Sniper wäre und das jetzt hier ein richtig schöner Hotspot ist, wo alle hinwollen, würde ich mich da oben ja schon irgendwie auf die Lauer legen, ne? Bleiben wir mal so ein bisschen hier hinter den Büschen und Bäumen. Noch mal. Das ist dieser große Turm, nehme ich mal an. Boah, und natürlich echt ideal. Keinerlei Deckung.
So, ich bin mal gespannt, wie langsam der da hochklettert. Geht aber, ne? Macht schon den Eindruck, als wenn es etwas schneller wäre als in DayZ. Da hat man ja echt den Eindruck, teilweise, er geht rückwärts. Ne, das ist wirklich flott. So, dann nehme ich das natürlich zurück und sag, Bohemia, habt ihr fein gemacht. Zumindest hier. So, da sind wir doch noch in der Folge angekommen. Ja, und genau, und da gibt es hier diese kleineren Türmchen. Aber zu denen wollen wir jetzt nicht. Ich will mal gleich, ich bin jetzt neugierig. Was es da wo so gibt. Auf jeden Fall können wir hier. Hier ist bis jetzt keiner zu sehen. Wir können hier jetzt mal hochlaufen. So, jetzt sind wir schon mal zumindest drin. Hier geht es noch mal weiter hoch. Sind auch keine weiteren Türen. Und da ist die erste Kiste. So, da ist auf jeden Fall schon mal eine Soda. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe mir ja letztes Mal eine neue Pistole. Kriegen wir auch nicht mehr rein. Die werden wir gleich mal trinken. Eine Map haben wir. Oh, als Sniper sind wir hier aber auch nicht am verkehrtesten Ort. Aber hier hat zumindest schon mal nicht wirklich was drin gelegen. Außer einer lecker Soda. So, dann gehen wir mal wieder runter. Baller. Oh, da können wir schön im Kreis rennen. Und laufen wir noch flugs zum nächsten Tower. Ich weiß jetzt nicht, ob Antonia meinte, in den Towern oder in den Lägern, wo solche Tower sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier in dem Ding, in diesem Türmchen hier nichts finde, dann werde ich das Lager nochmal genauer untersuchen. Da ist nichts. Hier ist nichts. Gucken wir nochmal. Da geht es ja eigentlich nur zum Flur. Ja. Hier ist so eine große Kiste, aber wieder nur normale Waffen, sage ich mal. Da ist noch eine große Kiste. Sieht aber genauso aus. Also sind dieselben Waffen. Gucken wir mal noch mal einmal hier draußen lang. Da ist nichts. Hier sind auch keine Zombies. Hat das Gebäude, da sollten wir mal rein. Hatte ich da schon rein? Ja. Jetzt rennt er die ganze Zeit hier vor die Tür, leckt auch ein bisschen.
Also ist nicht ganz so flüssig wie sonst. So, gucken wir hier noch in das letzte Gebäude für heute und dann machen wir mal, wenn wir es überleben, beim nächsten Mal hier weiter. Da ist auf jeden Fall schon mal so eine kleine Lootkiste. Und hier oben ist weiter nix. Gut. Dann sind wir auf jeden Fall schon mal in so einem Militärlager angekommen. Und vielleicht ist auch schon alles weggelootet, keine Ahnung. Ich kann das im Moment nicht so beurteilen. Von daher werden wir hier in der nächsten Folge wieder einsteigen. Und ja, da bedanke ich mich ganz, ganz herzlich A für den Tipp, B fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann und ciao.